Wir setzen unsere Tour mit dem Ziel Einruhr fort. Dazu müssen wir allerdings in Rohrberg eine kurze Etappe zu Fuß zurücklegen. Gute 100 Meter vom Schiffsanleger entfernt überqueren zwei Dämme den Ruhrsee. Über diese müssen wir gehen, um den Schiffsanleger am Obersee zu erreichen. Bei einem entspannten Spaziergang dorthin kann man die Natur in Rohrberg in ihrer vollen Pracht genießen. Umgeben von strahlend blauem Wasser ragen die tiefgrünen Berge der Eifel empor. Wer allerdings auf dem Weg zum Schiffsanleger die Lust verspürt, noch etwas weiter zu wandern, kann das mithilfe des Einstiegs in einen der vielen Wanderwege des Nationalparks Eifel tun. In unmittelbarer Nähe zum Orientierungspunkt befindet sich ebenfalls ein Hinweisschild mit allen An- und Abfahrtszeiten auf dem Obersee. Die Fahrten sind so gut organisiert, dass man sich in Rohrberg und Umgebung entspannt und ohne Zeitdruck nach Lust und Laune aufhalten kann. Am Anleger des Obersees angekommen, kann man nun zwischen einer der vielzähligen Fahrten wählen. Entweder entdeckt man den Obersee in Richtung Einruhr oder aber auf der zweiten Tour mit dem Ziel Oftstaumauer. Auf einer dritten und gleichzeitig längsten Tour kann man diese beiden Fahrziele gemeinsam erkunden. Wir fahren nun weiter auf der St. Nikolaus. Die Besonderheiten des Obersees sowie der beiden Fahrten kennt der langjährige Kapitän Ralf Keppler ganz genau. Einruhr ist ein sehr beliebtes Feriendorf mit einem großen Angebot von Gastronomie und Hotellerie. Die andere Richtung, in die wir fahren könnten, wäre Oftstaumauer. Das ist mitten im Nationalpark eine über 100 Jahre alte Staumauer, die den Oftsee abgrenzt. Wir fahren hier auf dem Obersee, da es sich um Trinkwasser handelt, ausschließlich elektrisch und das schon seit 1960. Zurzeit hier auf dem neuesten Schiff unserer Flotte, das erst seit 2 Jahren im Dienst ist, ist jetzt das 3. Jahr. Und dieses Schiff alleine fasst 250 Personen und fährt mit einer Leistung von bis zu 50 kW. Hier auf dem Obersee dürfen nur die Fahrgastschiffe die zwei fahren. Plus da hinten gibt es noch einen Kahnverleih mit Tretbooten und Kähnen. Aber der ganze Wassersportbereich ist auf der anderen Seite, also auf dem Ruhrsee. Und da ist alles erlaubt, was ohne Motor möglich ist. Also für Segler, Surfer, Taucher, Kanuten, alles das findet auf dem Ruhrsee statt. Und hier aus Trinkwasserschutzgründen eben lediglich diese beiden Fahrgastschiffe plus der Kahnverleih. Abgelenkt durch das strahlend sonnige Wetter und die Ruhe der Eifler Seenplatte hat die Fahrt vor allem für die Ruhrseeschifffahrt seit Beginn der Saison immer einen kleinen faden Beigeschmack. Das merkt man jedoch den Verantwortlichen, welche sich trotzdem immer freundlich und herzlich um ihre Gäste kümmern, keineswegs an. Kapitän Ralf Keppler gibt uns einen kleinen Einblick in die momentan weniger erfreuliche Seite der Schifffahrt. Also es ist für uns ein enormer Umsatzeinbruch, mit dem wir zurzeit arbeiten müssen. Man sieht es auch hier auf dem Schiff, wir sind mitten in Sommerferien und haben genau genommen viel zu wenig Gäste. Nach einer sehr kurzweiligen Fahrt sind wir nun in Einruhr angekommen. Um den Ausflug komplett zu machen, lohnt sich auf jeden Fall auch hier ein Aufenthalt in dem beschaulichen Eifeldörfchen, welches zugleich anerkannter Luftkurort ist. Wer auch hier gerne wandert, ist in Einruhr mit dem Einstieg in die 4. Eifelsteigetappe durch den Nationalpark bis nach Gemünd bestens bedient.
Für die Fahrgäste, die nach der ausgiebigen Schiffstour mal eine Abkühlung brauchen, denjenigen legen wir das Naturerlebnisbad in Einruhr unmittelbar am Ufer ans Herz. Zurzeit ist das Bad allerdings aufgrund der Bestimmungen rund um die Pandemie geschlossen. Wir machen uns nun wieder auf den Rückweg in Richtung Schwammenaul. Die Rückfahrt hat ebenfalls ihre Reize, da man die wunderbare Natur noch einmal aus einer anderen Perspektive wahrnehmen kann. Das schätzt auch Waltraud Heuken sehr. Die Inhaberin der Ruhrseeschifffahrt KG ist froh, dass sie ihr Angebot gerade in dieser Zeit überhaupt anbieten kann. Dennoch stellt sie fest, dass es auf eine bestimmte Kategorie von Gästen ganz besonders ankommt. Ja, wir hoffen jetzt, dass in den Ferien die Holländer noch mal etwas verstärkt kommen. Am Anfang ging es sehr schleppend, weil mit der Grenzüberschreitung hatte ja Probleme, aber jetzt hoffe ich, dass es gelockert hat und dass es auch vor allen Dingen so bleibt. Also Holländer brauchen wir oder Belgier brauchen wir auf jeden Fall, weil die eigentlich zu 30% unserer Gäste sind. Also ohne diese Kategorie können wir eigentlich jetzt im Moment nicht existieren. Gut, es bleiben viele Deutsche hier, aber die brauchen wir auf jeden Fall, diese Gäste. In Schwammenaul endet unsere kleine Reise an der Stelle, an der sie auch begonnen hat. Wir hoffen, Sie hatten Freude an der kleinen Tour über den Ruhrsee und wir konnten auch ein klein wenig Urlaubsstimmung zu Ihnen nach Hause bringen. Unabhängig, ob die lange geplante und weite Urlaubsreise in dieser schwierigen Zeit nun stattfindet oder nicht, vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, die wunderbare hiesige Natur noch einmal wieder zu entdecken. Denn oft liegt das Schöne näher, als man glaubt.